Der Experte des Abends heute, Ralf Giesen, Gründer und Inhaber des IFAP Berlin, Institut für angewandte positive Psychologie. Er lebt und coacht in Berlin und auf Mallorca. Zurzeit ist er allerdings in Marrakesch. Seit 2006 arbeitet Ralf Giesen mit Byron Katie zusammen. Unter anderem ist er auch Keynote-Speaker der Schweizer NLP-Kongresse. Seine Themenschwerpunkte sind Stress- und Burnout-Prävention, Ausbildung zum Coach für The Work of Byron Katie, Kommunikation, Führung und Motivation. Und ich hier in seinem Lebenslauf weiterführe, zitiere ich ihn einfach mal. Er selbst sagt zu seinem Lebenslauf, das finde ich sehr wertvoll, was er sagt, da kann ich mich auch mit sehr gut identifizieren: Früher wurde mein Lebenslauf von Jahr zu Jahr länger. Ich hielt das für selbstverständlich. Aus Erfahrungen wurden Geschichten. Aus den Geschichten entwickelte sich das Ich, das ich zu sein glaubte. Seit einiger Zeit nimmt die gefühlte Länge meiner persönlichen Geschichte wieder ab. Mehr und mehr erlebe ich Vergangenheit und Zukunft als ein Produkt meines Verstandes. Mehr und mehr lässt mich meine Geschichte los. Und statt an ein Ich zu glauben, bietet nun jeder Moment den Raum, mich zu erfahren. Welch wunderbare Geschichte. Einige Stimmen von seinen Teilnehmern. Ralf holt mich auf jeder Ebene ab und das immer konkret, wertschätzend und geradlinig. Ich finde ihn äußerst professionell in seiner Arbeit, absolut authentisch und herzlich als Mensch. Oder auch, Ralf ist für mich ein charismatischer, hochmotivierender und warmherziger Trainer und Coach. Er hat durch seine Vision The Work in Europa entscheidend nach vorne gebracht. Und nun ein Zitat von Byron Katie für uns alle. Du bist dein Arzt. The Work ist das Medikament. Mache einen Hausbesuch. Und nun kommt zu uns nach Hause Ralf Giesen. Ja, danke dir, lieber Jürgen, für die Anmoderation und herzlich willkommen an alle, die heute dabei sind. Und wie der Jürgen schon gesagt hat, ich grüße euch ganz herzlich aus Marrakesch. Wir sind zu einem kleinen Kurzurlaub hier und haben zum Glück ein wundervolles Hotel, die uns hier die ganze Lobby mehr oder weniger geräumt haben, damit es hier ruhig ist und wir jetzt uns voll auf dieses wunderbare Webinar und auf dieses Thema konzentrieren können. Ja, ich freue mich sehr, dass hier dieser Raum so voll ist heute Abend. Ich sehe eine ganze Menge Namen auf dieser wunderbaren Teilnehmerliste hier. Einige, die ich kenne, viel mehr und viele, die ich nicht kenne. Und ich freue mich sehr, euch einen Eindruck heute geben zu können, was The Work of Byron Katie ist, wie man damit arbeitet, wie das funktioniert. Und das Ganze ist auf der einen Seite vielleicht in kleinen Teilen ein Vortrag und auf der anderen Seite wird es für euch aber auf jeden Fall den Raum geben, diese Erfahrung zu machen oder The Work of Byron Katie selber zu erleben. Man kann viel über The Work reden, aber ich glaube, es ist einfach viel wichtiger, eine Erfahrung zu machen, was das für einen selbst genau bedeuten kann, wenn man diese vier Fragen und die Umkehrungen, denn darauf läuft es immer wieder hinaus, wenn man die für sich selber anwendet und wenn man seine stressvollen Gedanken mithilfe dieser Fragen und dieser Umkehrung untersucht. Wir haben natürlich auch eine kleine Präsentation hier vorbereitet, durch die ich euch jetzt führen werde. Und da kommen wir mal zu der ersten Seite, um einfach zu definieren, worum es denn geht. The Work of Byron Katie ist erstmal eine Methode zum Erkennen und Untersuchen von stressvollen Gedanken und Glaubenssätzen. Also jeder Stress, den wir haben, alles das, was wir als Stress erleben, hat seine Ursache in Gedanken. Und deswegen geht es darum, auf der einen Seite zu erfahren und zu erleben und zu erkennen, welche Gedanken das ganz individuell zum Beispiel für mich jetzt in diesem Moment oder für dich jetzt in diesem Moment sind. Also was sind die Gedanken, die den Stress auslösen? Und dann bietet The Work of Byron Katie eben eine Vorgehensweise mit Hilfe der vier Fragen und der Umkehrungen, die uns dann vieles Neue und vielleicht auch einiges Bekannte über diese stressvollen Sätze in Erfahrung bringen lässt, die dann auch zu einer veränderten Erfahrung damit führen.
Und wie schon gesagt, ich möchte das heute mit euch wirklich ausprobieren, beziehungsweise ich möchte euch die Gelegenheit geben, das auszuprobieren. Und der Jürgen hat ja eingangs gesagt, es wäre schön, wenn ihr einen Stift habt und ein Blatt Papier. Ihr seid also wirklich herzlich eingeladen, mitzumachen, das auszuprobieren. Und dabei wird dann gleich der erste Schritt sein, einen stressvollen Gedanken zu identifizieren, der heute schon in irgendeiner Form da gewesen ist, oder irgendein Thema zu identifizieren, das in irgendeiner Form gerade Stress für dich auslöst. Und bevor wir damit anfangen, würde ich euch bitten, einfach mal kurz euer Feedback zu geben. Wer von euch kennt The Work of Byron Katie bereits und für wen ist das Ganze heute Abend vollkommen neu? Und dann kriegen wir hier vielleicht mit den Daumen einfach mal sowas wie ein kleines Stimmungsbild. In dem Fall würde ich jetzt einfach sagen, Daumen hoch bedeutet mal, ihr kennt es schon. Und Daumen runter, auch wenn es anders gemeint ist, bedeutet, keine Ahnung, noch nie gehört. Und wenn ihr mir die hier anzeigt, im Moment sieht es so nach ein bisschen mehr unbekannt und einige scheinen es schon zu kennen. Einige wenige. Und da kommen noch ein paar, die sagen, ja, ich kenne es auch schon. Aber es sieht auf jeden Fall nach mehr Teilnehmern aus, die bisher noch keine Erfahrung mit The Work gemacht haben. Wunderbar, so ist ja auch gedacht. Und natürlich herzlich willkommen an alle. Also viele schreiben, es ist unbekannt und ich kenne es noch nicht. Okay, gerade für diejenigen, die noch keine Erfahrung mit The Work gemacht haben, vielleicht kennt ihr das, ich habe stressvolle Gedanken, die in irgendeiner Form mit mir selber zusammenhängen oder die über mich selber sind. Und auf der anderen Seite, gerade um jetzt einzusteigen, um heute vielleicht zum ersten Mal eine Erfahrung mit dieser Methode zu machen, dann ist es wichtig, dass wir uns zuerst eine stressvolle Situation suchen, die mit einer anderen Person zu tun hat. Ich würde also alle bitten, die jetzt gleich einsteigen wollen, um selber eine Erfahrung zu machen, einfach mal zu überlegen, wer in deinem Umfeld, egal ob jetzt privat oder beruflich, das spielt überhaupt keine Rolle, wer in deinem Umfeld ist im Moment die Person, mit der du deine Beziehung verbessern möchtest? Also mit welcher Beziehung bist du nicht wirklich zufrieden? Welche Beziehung löst Stress aus? Und lass einfach auftauchen, welche Person auch immer das ist, jetzt so vor deinem inneren Auge. Und wer könnte das sein und wo hast du Lust, dich jetzt in den nächsten Minuten, in der nächsten Stunde vielleicht, mit welcher Situation, mit welcher Person magst du dich beschäftigen? Und dann decken wir hier mal die nächste Folie auf. Und was ihr hier seht, ist der Anfang, also der Kopf des Arbeitsblattes von Byron Katie. Das ist ja übrigens auf der Website von Katie und auf unserer Webseite dann noch herunterladen könnt, die werden gleich auch noch eingeblendet. Und es heißt, urteile über deinen Nächsten und es meint, wirklich unzensiert, ohne dich in irgendeiner Form also einzuschränken, ohne irgendwie weise sein zu wollen, was wir ja manchmal gerne wären, aber doch nicht immer sind. Dieses Arbeitsblatt lädt dich ein, einfach deine Gedanken zu dieser Person, um die es nun gehen soll, aufzuschreiben. Und die erste Frage auf diesem Arbeitsblatt lautet, wer oder was ärgert dich, macht dich traurig, irritiert oder enttäuscht dich? Was gefällt dir daran nicht, beziehungsweise hat dir nicht gefallen? Es ist egal, ob die Situation jetzt ganz kurz, also kurzfristig passiert ist oder ob das schon länger zurückliegt. Schau einfach, wer oder was dir einfällt. Und dann würde ich dich bitten, einen Satz zu schreiben, der beginnt mit Ich bin. Und bist du enttäuscht oder bist du sauer oder bist du frustriert? Und dann kommt der Name der Person. Und dann weil. Und dann möchte ich dich bitten, einfach einen Satz, zwei Sätze oder drei Sätze zu notieren. Was ist es genau, was du nicht willst? Was macht dich ärger? Was ärgert dich? Was macht dich traurig?